Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem kleinen Tutorial. Und in dieser Folge zeige ich euch, wie ihr es schafft, dass SSO nicht mehr so aussieht, sondern zum Beispiel so hier oder gar in einem winterlichen Weiß aussieht. Denn willkommen zum Reshade Tutorial. Als erstes geht ihr hier auf diese Reshade-Seite, die habe ich euch unten verlinkt, auf einmal auf Download. Klickt hier unten auf Download Reshade, dann habt ihr das hier unten. Nachdem ihr das runtergeladen habt, dann einmal hier auf diesen Knopf klicken. Dann wird nach Spielen gesucht, die für Reshade funktionieren. Dann geht ihr auf Browse, denn Star Stable wird da nämlich nicht direkt gefunden. Sucht dann euren Star Stable Ordner. So. Und wählt dann diese Star Stable Anwendung aus. Dann geht ihr hier auf OpenGL. Macht einmal hier unten Uncheck All. Nochmal Check All. Einmal auf OK klicken. Und dann werden einige Dateien heruntergeladen. Das dauert einen kurzen Moment, je nachdem wie lange ihr, wie gut eure Internetverbindung ist. Aber das ist ziemlich schnell fertig. Und wenn ihr dann hier seid, könnt ihr das Ganze einfach einmal schließen. Bevor ihr dann ins Spiel geht, solltet ihr hier euch auf der Seite diese vier Dateien herunterladen. Diese vier Dateien klickt ihr einfach einmal alle an, ladet sie herunter und packt sie dann am besten in euren Star Stable Ordner. Wenn ihr das Ganze richtig gemacht habt, dann habt ihr diese Dateien dann nämlich in eurem Star Stable Ordner drin. Da seht ihr sie alle. Und hier nochmal die vierte Datei. Wenn ihr dann in Star Stable reingeht, habt ihr oben links schon dieses kleine Fenster, was zeigt, dass Reshade gerade sich hochfährt. Also das solltet ihr dann auf jeden Fall sehen. Und sobald ihr dann in Star Stable selber drinnen seid, gilt es dann daran, das Ganze einmal zu konfigurieren. Dafür müsst ihr einmal den POS1-Knopf drücken. Da steht es auch hier direkt einmal oben. POS 1 ist die Taste, neben eurem Enter-Knopf habt ihr dann Entfernen, Ende und POS 1. Wir starten POS 1, überspringen das Tutorial und dann haben wir hier jede Menge Möglichkeiten, die wir aktivieren können und deaktivieren können. Und damit es da das ziemlich viel zum Durchgucken und Testen ist, habe ich dann diese Dateien euch schon mal alle beigefügt. Wenn ihr die nämlich direkt starten wollt und gar nichts großartig einstellen wollt, klickt ihr hier einfach an und sucht euch die Dateien. Dann haben wir unter anderem nämlich Winter. Das ist alles schon so eingestellt, wie ihr hier seht. Und dann habt ihr zum anderen auch Warm Natural. So, so sieht das Ganze dann nämlich aus. In dem Warm Natural Mod hat schärfere Kanten, ein angenehmeres Licht. Normalerweise aktiviert dann sich noch ein Sun Flare Filter, der aber leider ein bisschen, ja, sehr instabil läuft, deswegen habe ich den aktuell mal rausgenommen. So, so seht ihr das Ganze dann hier. Zusätzlich gibt es dann noch andere Varianten. Hier seht ihr auch, dass ihr das Ganze noch ein bisschen jeweils verändern könnt. Also ihr könnt sozusagen auch noch zusätzlich immer Sachen aktivieren oder deaktivieren. Je nachdem, wie ihr das Ganze möchtet. Also ihr habt jede Menge Möglichkeiten, darum zu experimentieren und die perfekte Sache für euch selber zu finden. Und sieht dann besonders natürlich, wenn ihr Bilder machen wollt, sehr, sehr gut aus, weil ihr seht jetzt selber hier bei den Sachen, dass das Ganze dann deutlich schärfer und vor allem auch von den Farben her deutlich angenehmer ist. Gerade diese Schärfenglättung sieht sehr, sehr cool aus. Wichtig ist es dafür auch nochmal, dass ihr in den Einstellungen bei Grafik unbedingt Anti-Aliasing ausmacht, denn die Kantenglättung würde damit Probleme machen. Einen weiteren Mode, den ich euch auch noch eingefügt habe, das ist der sogenannte Wet Look. Sozusagen dem hier seht ihr, dass zusätzlich noch der Oberfläche ein Wasserfilter draufgepackt wird. Das sieht jetzt hier teilweise ein bisschen komisch aus, weil ihr solltet damit auch generell nicht unbedingt spielen, aber für Fotos sieht das Ganze immer mega cool aus, wenn ihr dann noch diesen Wassereffekt über den Oberflächen außen rum habt. Das sieht jetzt hier leider ein bisschen schlecht, aber das ist bei manchen Stellen eine richtig, richtig coole Funktion
und es kommen die richtig nice Bilder zustande durch diesen Schimmereffekt, der nochmal auf den Gegenständen drauf ist. Einzelne Sachen könnt ihr natürlich auch hier wiederum deaktivieren und gerade dieses Wassermäßige ist dieses SSR, wie ihr hier sehen könnt. Und SSR sieht halt besonders dadurch sehr, sehr gut aus, wenn ich einfach mal die Fotos zeige, die ich gemacht habe. Und so seht ihr hier zum Beispiel eines der Bilder mit aktivem Wasserfilter. Zusätzlich gibt es auch noch sowas wie den Herbstmod, da sieht das ganze Spiel dann so aus. Der Autumn-Mod ist auch in dem Paket mit bei euch dabei gepackt und das sieht das Ganze vielleicht nicht zwingend besonders herbstlich aus, aber auf jeden Fall eine ganz coole Funktion. Übrigens wichtig dazu auch nochmal anzumerken, das sieht natürlich nur für euch so aus und hat auf andere Spieler außenrum keinen Einfluss. Falls ihr übrigens die Frage habt, ob SSO etwas dagegen hat, hatten auch die gute Niki, für die ich nämlich diese Idee für dieses Video hatte, habe ich auch übrigens in der Beschreibung verlinkt. Und auch ich nochmal bei Game Master nachgefragt und die haben uns beiden bestätigt, dass das Ganze völlig in Ordnung ist. Also ihr habt keine Probleme, wenn ihr Reshade benutzen solltet. Soweit dann aber auch zum Tutorial. Solltet ihr Reshade wieder entfernen wollen, dann klickt ihr einfach nochmal die Setup-Echse an. Wählt einfach noch einmal euer Spiel aus. OpenGL und dann könntet ihr hier auf Uninstall klicken und Reshade wird wieder aus Star Stable entfernt. Denn es kann sein, dass Star Stable nämlich dadurch ab und zu mal nicht mehr starten sollte, weil Star Stable dafür nicht optimiert ist. Soweit aber auch, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen weiterhelfen konnte und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.